Hallöchen, ihr paar Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Zomboid. So, wir gehen jetzt mal pennen. Und die Tür natürlich zu. So, schlafen. Jo. Sehr gut. Pennen wir mal eine Runde. Muss ja auch mal sein. Blöd ist halt, der steht wahrscheinlich jetzt gleich mitten in der Nacht auf, was ich meistens mal doof finde. Oder? Nee. Obwohl, er pennt lange. 7.40 Uhr, oh, sogar im Hellen. Sehr gut. Wir haben natürlich Hunger. Ist ja wohl klar. Dann wollen wir uns mal wieder was zu essen machen. Natürlich was kochen. Was nehmen wir denn? Open Jar of Pickles. Pickles sind Gurken. Naja, einen Salat können wir zubereiten. Theoretisch. Machen wir auch mal. Komm, wir machen einen Salat mit Schinken. So. Was haben wir denn? Vom Schinkensalat. Genau. Und dann machen wir mal Paprika rein. Ne, wir machen Tomate rein. Wir haben mehr Tomaten. Was haben wir noch? Und eine Zwiebel. Und einen weißen Salat. Weißen Kopfsalat. Joa, passt. So. Wo ist er denn? Schinken- und Gemüsesalat. Den hauen wir uns natürlich mal rein. 37 Hunger gibt er wieder. Sehr gut. Und gegen Langeweile und so was hilft er auch. So. Dann hauen wir hier natürlich den Schinken wieder rein. Den brauchen wir gerade nicht. Unbekannte Beeren können wir auch da reinkloppen. Ja, uns fehlt immer noch der scharfe Stein. Der scharfe Stein fehlt. Und ich frage mich gerade, warum wir eigentlich wieder so beladen. Ach ja, wir haben ja noch Sachen in den Dingen, ne? Ja, die Knarren aus den Autos, die kann ich immer noch holen. Die sind ja direkt vor der Tür. Ist jetzt nicht so wild. Nichts Schlimmes. Gehen wir mal da rein. Schauen wir mal, ob wir einen Stein vielleicht finden. Es regnet schon wieder. Natürlich regnet es. Was sonst? So. 5% haben wir nur noch. Leer. Und wir haben einen scharfen Stein gefunden. Sehr geil. Sehr gut. Dann können wir jetzt mal anfangen, die Sachen dazu machen. Wir könnten einen Tischler mal langsam lernen, damit wir... Wir müssen ein Buch lesen. Schaut, heute machen wir mal einen Punkt ein. Müssen wir gucken. Wir gehen aber erstmal rein. Erstmal gehen wir hier wieder kurz ran und werden hier mal ein bisschen was weg reinpacken. Die Willow Bark zum Beispiel, den Reisig. Die schwarze Ameise, die Birke, die Dingens. Dose mit Hafer, das war zu essen. Okay. Kaputten Baseballschläger können wir auch da reinlegen. Obwohl, den können wir eigentlich bei Waffen hinpacken. Ja. Besser. Metallsäge und so weiter, das kann auch alles da rein. Benzinkanister natürlich auch. So, mal alles wieder leer räumen hier. Da ist noch eine Knarre drin. Cardboard-Boxen. Die legen wir gleich auch noch dahin. Weil solange wir noch keine Dingens bauen können, ist natürlich einfacher, die Boxen da erstmal hinzulegen. Oh, die Box ist gleich voll. Falsch, die ist schon voll. Schade. Gut, dann müssen wir natürlich hier noch eine Box hinlegen. So. So einfach ist das. Kommen wir nämlich in die auch noch rein. Dann kommen noch die zwei Boxen auch noch hier rein. So, Pistole. Da kommen wir natürlich. Moment, Tür dazu. Wichtig. Ach ne, da sind Bücherregale, ne?
Ach ja, klar. Die haben wir hier reingelegt, ne? Knarre rein. Seeds. Gut. Dann haben wir noch Beeren, die können wir in den Kühlschrank packen. Einer. Eine Dose mit Hafer, die muss auch noch weg. Tschö. Ich habe noch einen Bark. Okay. Aber wir werden jetzt erstmal was bauen. Ne, wir wollten wegen Dingens gucken. Moment, Moment, Moment. So, was haben wir denn hier? Biologie Textbook. Oh, lese doch mal. Mach ein bisschen was gegen Langeweile. Elektrotechnik, Landwirtschaft. Tischler suche ich, ne? Rocketry, mein Gott. Tischler für Anfänger. Ist das das? Wow. Dauert da lang. Okay. Dann lesen wir mal. Lesen wir mal ein bisschen rum. Oh Mann, geht schon wieder die blöde Dingens los. Wir haben nur noch ein paar Seiten, also komm, das schaffst du. Das gibt nicht einen EP-Boost. Da kriegen wir mehr EP, ich glaube mal 3 für die Stufe. Wir haben Hunger auf jeden Fall. Wenn wir uns gleich mal zu essen machen wieder. So, der ist fertig, ne? Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt einen Boost haben hier unten. Da ist er, genau. Mal 3 haben wir dann. Das ist nämlich gut, das ist wichtig. Oh, ich sehe übrigens nicht so gut. Dann können wir das Buch auch wieder weglegen. Sehr gut. Was haben wir denn? Hunger? Unglücklich? Warum bist du unglücklich? Was ist denn los mit dir? Stressreduktion. Ja, mach mal. Lass mal ein bisschen weniger Stress. Oder auch nicht. So, was essen wir denn? Komm, wir hauen uns mal einen Apfel rein. So 2. Haben wir noch hier? Haben wir ein bisschen Schokolade oder so? Hier Cherry Candy. So. So, da bin ich wieder. Und ich sehe gerade, ich habe meinen Ton gerade ausgehabt. Ich habe die Axt hergestellt, was relativ einfach ist. Man muss einfach nur hier die Axt, da braucht man einen scharfen Stein, einen Ast, wie gesagt, einen Stoffhetzen oder einen Bindfaden. Stoffhetzen kriegt man ganz einfach, wenn man irgendein Teil hier. Ne, das geht nicht. Okay, Schuhe kann man auch nicht auseinanderziehen. Man kann mit Schuhen dicken, alles klar. Eine Weste, die kann man zum Beispiel auseinandernehmen und zwar RIP. Machen, dann kann man Stofffetzen herstellen. Wie ihr seht, 9 Stück haben wir jetzt. Also alles gut. So. Wo war ich da? Biologie-Textbuch noch bei? Soll das? Hau mal ab. So, wir haben jetzt eine Axt in der Hand. Dann können wir mal ein bisschen Holz hacken. Wir brauchen noch. Ach, die Säge brauchen wir auch noch. Die Säge! Wo ist sie? Wir haben irgendeine Saw gehabt. Das weiß ich. Hundertprozentig. Da Metal Saw. So, ja, wir ein bisschen Holz haben. Die Bäume wachsen nach, also du brauchst doch keine Angst haben. Dann hacken wir mal den Baum ab.
So, und wie ihr seht, sind da jetzt Holzbretter. Diese können wir jetzt nehmen und können die direkt... So. Ich glaube, die Musik könnte ja ausrüsten, oder? Naja, doch nicht. Kann ich die nicht zersägen? Ist die Säge doch in den Dingens nehmen? Primär. Kann das sein? Jetzt habe ich natürlich den Seesack wieder ausgezogen. Kann sein, dass ich die primär nehmen muss. Oder man muss das anders machen. Moment. Lumbersaw. Kann man die Säge nicht benutzen? Zwäbeln? Primär, ja. Was macht man denn da mit der Säge? Kann man die nicht benutzen? Das Scheißteil. Nehmen. Den Ast nehmen wir natürlich mit. Planks. Eine normale Säge. Lumbersaw. Super. Backpacks kann man machen, okay. Slingshots. Mei, weil das gibt hier. Flamethrower. Dynamite, Nailgun, Ammo. Napalmbombe, alles klar. Armor. Krass. Kann ich nichts mit der Kacksäge machen, ernsthaft? Der ist ja ganz schön frech. Das ist ja ganz schön frech. Sag ich mal googeln. Warte mal. Projekt. Zomboid. Saw. Use and craft. No recipes. Toll. Ach so. Das ist wirklich eine Metallsäge. Eine Metallsäge ist das. Also die auch Metall... Womit man Metall sägen kann. Alles klar. Wir haben mal wieder Hunger, wie immer. Dafür ist sie da. Okay. Achso, der Baumstamm. Ja, den legen wir gleich mal auf den Boden. Und zwar hier. Irgendwo. Ah, wo liegt denn da? Guck mal, was da rumläuft. Du. Du.
Irgendeiner hat gerade hier extrem geschrien. Warum auch immer. Wir gehen mal wieder rein, weil wir haben Hunger. Wir werden jetzt erstmal was essen. Und zwar werden wir uns mal den Topf schnappen. Und zwar werden wir uns mal den... Ich würde sagen, wir werden uns mal den Breter schnappen. Gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. So, kochen. Gebratenes zubereiten, genau. Gucken wir mal. Wir werden uns mal ein Huhn nehmen. So. Mit Spargel. Ja, Kurkuma haben wir auch noch ein bisschen da rein. Und dann würde ich sagen, wir hauen uns noch ein bisschen Chili da rein. Warum denn nicht? So, passt. So, dann kannst du das Zeug wieder wegpacken. Ungekochte Huhn. Green Chili Seeds haben wir auch noch, okay. Kurkuma Seeds jetzt auch noch, okay. Müssen wir auch noch machen, fällt mir gerade so ein. Ein Feld anlegen. Packen wir die Seeds mal hier rein. So, jetzt werden wir uns mal hier sollte man mal angewöhnen, das Ding noch auszuschalten. So, kochen wir mal. Ja, koche! Koche Huhn und Gemüse. Sehr schön. So, dann hauen wir uns mal ganz gepflegt rein hier. 45 Essen, Hunger gibt das. Sehr gut. Wahrscheinlich wieder sehr gut gesättigt. Das heißt, wir müssen trotzdem wieder eine Säge suchen. Öde. Verdammt. Die Äste packen wir mal hier rein. Das heißt, wir müssen doch eine Säge noch suchen. Wir haben gar keine Waffe, ne? Oh! Moment. Gib mal den Baseballschläger. Die kann man auch reparieren mit Klebeband und so, aber ja, die Probleme ist, die gehen dann immer mehr kaputt. Wir brauchen einen Hammer und ein paar Nägel. Baseballschläger mit Nägel herstellen. Sehr gut. Das wollte ich haben. Läuft. Und primär. Ab geht's. So, jetzt haben wir schon wieder ein schönes Wäffchen hier. Ach, guck mal, Leute, Schlawiner hat schon wieder einer rumlaufen. Hallo. Hallo. Kriegst du einen in die Zähne, du. Mann, du. Eine Säge brauchen wir. Eine Säge, eine Säge, eine Säge. Eine Axt haben wir jetzt, eine Säge fehlt jetzt. Was haben wir denn da? Boah, drei Baseballschläge, geil. Alle mitnehmen. Eine Leiche. Schrotflinte. Kann man da eigentlich... Den kann man wahrscheinlich nicht... No Gas. Wir hätten Gas, tatsächlich. Wir haben einen Benzinkanister hier gefunden. Das heißt, theoretisch könnte ich auch mit dem rumcruisen. Boah, die Karre. Guck mal hier. Da ist nämlich auch einer drin. Benzinkanister. Der sogar voll ist. Brechstange. Können wir auch mitnehmen. Kann man auch als Waffe benutzen. Die brauchen wir sowieso mal irgendwann bestimmt. Wasserflaschen können wir auch noch mitnehmen. Benzinkanister. Könnte man theoretisch natürlich das Auto benutzen. Aber ich denke mal, das Auto wird extrem viele anlocken.
Fall doch um. Danke. Hey. Was ist denn hier mit Grapschen, du? Könntest du mal jetzt umfallen? Dankeschön. Danke, meine Herren. Etwas unglücklich. Warum, du hast gerade einen Zombie gekillt? Stell dich mal was an. Bleib liegen. Du alte Sumpfkuh. Da steht ein Hammer, glaube ich. Da kommt auch einer angelatscht. Gucken wir hier rein. Noch mehr Baseballschläger. Flaschen, Landkarte. Kann man die benutzen? Nehmen wir mal. Eine Schere, nehmen wir mal mit. Kann man die jetzt benutzen? Eben kann man nicht drücken. Nickel. Nehmen wir mal Nickel mit. Nickel ist immer gut. Haben wir ein Mini-Häuschen da. Guck mal, das hier mit Terrasse, ey. Geil. Guck mal, das Auto hier noch nach. Schraubenzieher nehmen wir jetzt auch mal mit. So, guck mal, mein Nebenhäuschen. Was haben wir denn hier? Was ist überhaupt die Tür da? Grinder-Head. Okay, Nägel. Natürlich. Erdbeersamen nehmen wir auch noch mit. Eine Batterie natürlich auch. Sick Rope. Eine Bowlingkugel, das sein. Oh, ein Brett. Sehr schön, nehmen wir mit. Schon mal gut. Hey. Achso. Copper Circuit Board. Bunsenburner, okay. Hot Glue Sticks. Das ist für, ich denke mal für einen Sack. Okay. Für, man, wie heißen die Dinger nochmal? Heißklebpistole. Da wir. Ein paar Bücher. Ein Backblech. Das braucht man auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Ach, das ist ein Mini-Kühlschrank, okay. Aber leider immer noch keine vernünftige Säge drin. Mann. Ist auch nix. Die Lambas-Software wäre natürlich geil. Aber ich würde erstmal sagen, die Folge ist vorbei. Deswegen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Projekt Zomboid. Schissingen.